GG, dieses Pokémon ist wirklich universell einsetzbar. Ich muss es sagen. Hammer. Ich zeige dir, wie du Zoompix im neuen 7-Sterne-Raid ganz einfach besiegen kannst. Viel Spaß. So, ihr Lieben, einmal kurz vorab, der Raid findet diese Woche statt und einmal nächste Woche, dass ihr da Bescheid wisst. Wir wollen oder wir spielen hier in diesem Raid mit diesem wundervollen Pokémon. Ich liebe es. Es ist Aquana mit dem Terra-Typ Psycho. Ich weiß, dass meine Facecam davor ist, aber ich zeige es euch nochmal. Es ist Terra-Typ Psycho, Item auf jeden Fall, Muschelglocke. Und für die Attacken haben wir Wasserring, Säurepanzer, Gedankengut und Kraftvorrat. Bei Kraftvorrat ist es wichtig, dass ihr das Ganze mit AP Plus ein bisschen steigert. Für die EVs spielen wir 252 auf KP und Spezialangriff. Es spielt natürlich auch keine Rolle, ob ihr 252 statt auf KP auf Verteidigung packt. Das ist egal. Wichtig hier bei diesem Bild ist aber H2O-Absorber. Habt ihr keinen H2O-Absorber, könnt ihr das Ganze ganz einfach, meine ich, sogar schon mit einer Fähigkeitskapsel ändern. Diese findet ihr auch in diesen Raids und wundert euch nicht, ich habe sehr viele Raids gemacht, wie ihr auf dem Kanal wahrscheinlich schon gesehen habt. Deswegen die ganzen Items. Eine Sache haben wir aber noch, Leute. Und zwar sind das die DVs. Die sind wirklich sehr, sehr wichtig. Wir haben nämlich hier bei Aquana alles auf maximiert oder sensationell. Solltet ihr die DVs nicht perfekt haben, könnt ihr die mit Silber- und Goldkronkorken natürlich verbessern. Die Silber- und Goldkronkorken findet ihr größtenteils immer in den 5- und 6-Sterne-Raids. Ich habe auch gesehen, dass viele nicht die 7-Sterne-Raids noch freigeschaltet haben. Auch hierzu habe ich einfach ein Video zugemacht. Winnie Day, 7-Sterne-Raids freischalten, eingeben auf YouTube und dann findet ihr das. Verbessern der DVs hinter diesem Pokémon-Center in Frigomonta im Norden. Findet ihr da den Trainer mit dem Rex-Blizzard da ganz hinten. Dort könnt ihr das Ganze verbessern. Natürlich nicht zu vergessen, auf Aquana ein mäßiges Wesen. Auch wenn ihr kein mäßiges Wesen habt, könnt ihr das Ganze auch mit den Münzen einfach abändern. Diese könnt ihr auch in der Chanera-Apotheke ganz einfach kaufen. Sind ein bisschen teuer, aber ich glaube, mittlerweile hat jeder viel Geld in Karmesin und Purpur. Hey, yo, was geht ab, Freunde? Willkommen wieder zurück zu einem neuen Video. Und zwar heute Zoompix im neuen 7-Sterne-Raid ganz einfach alleine solo besiegen. Ich werde es euch zeigen, wie es funktioniert, und zwar mit meinem Lieblings-Pokémon, Aquana. Es ist so universell einsetzbar und Zoompix habe ich gar keine Ahnung, warum der so viel Schaden macht. Also ich finde das persönlich zu viel. Aber ihr seht schon, warum die wichtig oder warum die Fähigkeit von Aquana sehr, sehr wichtig ist. Die Attacken von ihm oder die Wasserattacken machen nichts. In der ersten Runde gehen wir einmal auf den Säurepanzer. Wir wollen unsere Verteidigung pushen. Ich habe vorhin in der Runde davor und in zwei anderen Runden davor gemerkt, dass wir mit Gedankengut nur Spezialverteidigung und Spezialangriff pushen. Deswegen in den ersten beiden Säurepanzer. Wir wollen so wenig Schaden wie möglich von Zoompix bekommen. Falls es ein bisschen flackert, das ist nicht euer Bildschirm, sondern mein Ringlicht, was ein bisschen Probleme macht. Dritte Runde, Leute, Gedankengut. Zoompix oder generell habe ich nochmal so ein kleines Statement, so ein bisschen was zu sagen zu den Raids. Denkt dran, das Ganze läuft auf Zeit. Also wenn ihr für eine Eingabe 2 Jahre oder so 20 Minuten braucht, ist klar, dass das von der Zeit her nicht klappt oder von der Reihenfolge. Deswegen relativ schnell auch die Tasten drücken. Wir sind jetzt in der dritten Runde. Da solltet ihr jetzt schon auf den Kraftvorrat gehen. Denn er wird nämlich nach dieser Runde sein Schild raushauen. Wir wollen einfach so schnell wie möglich ein paar Terra-Kristall-Orbs sammeln. Also wir müssen insgesamt 3-mal angreifen, damit wir uns Terra-Kristallisieren können. Das wollen wir nämlich machen. Schlammwoge, ihr seht, macht keinen großen Schaden. Das Beschissenste, was uns passieren kann, ist, dass er uns vergiftet. Was jetzt auch eingetroffen ist. Aber alles gut, Leute. Ich will euch nämlich auch zeigen, wie das ist im Worst-Case-Szenario. Worst-Case-Szenario. Wenn ihr vergiftet seid, es ist ganz wichtig, oder er drückt Gena, weil Gena hat er auch, dann geht ihr einmal auf Anfeuern und auf die Beine. Dann heilt ihr damit die Schläfrigkeit und einmal das Gift. Er hat Lehmbrühe, Schlammwoge, Erdbeben, Hydropumpe und Aquadurchstoß, dass ihr das auch schon mal wisst. Normalerweise, wenn ihr nicht vergiftet seid, würdet ihr jetzt auf den Säurepanzer gehen. Seid ihr vergiftet, macht ihr genau das Gleiche, was ich jetzt gerade gemacht habe. Wäre natürlich sehr, sehr krass, wenn er uns jetzt 2-mal vergiften würde. Aber jetzt, Leute, gehen wir einmal auf den Säurepanzer. Wie gesagt, seid ihr eine Runde schon früher dran, geht ja auch in der darauffolgenden Runde wieder auf Säurepanzer. Das Wichtige jetzt hier bei diesem Raid ist das Management von den KP. Und zwar, ihr seht schon, 230 KP. Das würde ich noch als gut abstempeln. Ich gehe hier einmal auf Säurepanzer.
Ihr könnt auch alternativ, falls ihr von den Karpien noch weiterhin gut aufgestellt seid und ihr habt ein Pokémon, welches Sumpex paralysieren lässt und ihr habt dann einfach noch mehr Karpi, könnt ihr natürlich auch auf Wasserring gehen. Das ist auch ein wirklicher Gamechanger. Das machen wir jetzt nämlich, denn wir haben in der nächsten Runde was vor. Ich möchte gleich in der nächsten Runde nicht unter 150 mehr sein. Das bedeutet, wir lassen uns nochmal angreifen. Wir sind bei 108, das ist jetzt top. Denn ihr könnt jetzt angreifen, was ich nicht empfehlen würde, oder heilen. Wir gehen erstmal auf eine Heilung, weil so sind wir wieder im grünen Bereich und können auf jeden Fall auch gut Schaden raushauen. Behaltet die letzte Heilung aber auf jeden Fall, falls ihr vergiftet werdet oder irgendwie eher Gena bei euch drückt. Wasserring ist auf jeden Fall sehr, sehr gut hier, um einfach zwischendurch KP zu regenerieren. Schlammwoge sollten wir jetzt ganz gut tanken mit eurem Säurepanzer. Super, super, sehr schön. Dann heilen wir uns auch gleichzeitig. Und Gott sei Dank geht er nicht bei uns auf den Gena. Wir gehen dafür aber in der nächsten Runde einmal auf Gedankengut. Wir wollen gleich so ein bisschen, Stat-Boosts farmen. Und so schnell wie möglich eigentlich gleich die Terra rausholen. Also meine Idee ist jetzt hier, ihr könnt es natürlich auch für euch so ein bisschen ändern. Ich möchte nämlich jetzt hier ein bisschen Power mit Gedankengut rein. Das werde ich jetzt aber auch nochmal machen. Dann bin ich jetzt auf zweimal Gedankengut, sprich plus 2 Spätzangriff und Spätzverteidigung und plus 4 Angriff. Das ist top. Mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Könnt, wie gesagt, wenn ihr mutig seid, noch ein bisschen mehr pushen. Aber ich will jetzt meinen Terra Orb voll machen. Bedeutet, Schaden, macht euch da wegen dem Schaden kein Ding. Das war ein Crit. wir wollen Terra raushauen, weil die Terra-Kristallisierung macht wirklich sehr, sehr viel aus. Und Aquana, oh mein Gott, ich habe es echt lieben gelernt. Ne? Das ist ja nicht mehr normal. Das ist ein Pokémon, das solltet ihr euch auf jeden Fall Shiny Hunten. Für Shiny Hunt Tipps unbedingt diesen Kanal abchecken. Ich versichere euch, mindestens ein oder zwei Shiny Boxen voll, nachdem ihr euch die Videos reingezogen habt. Zeit läuft davon, wir gehen auf eine Terra und dann Kraftvorrat. Ihr seht schon, von der Zeit her ist es jetzt schon so langsam eng. Deswegen so von den Stats her, zweimal Säurepanzer, zwei Gedankengut, sollte das eigentlich reichen. Passt aber bitte darauf auf, jetzt auch ganz wichtig, merkt euch immer eine Sache, unter 150 KP am besten angreifen oder übers Anfeuern heilen. Denn ihr könnt sehen, der Schaden ist schon wirklich sehr, sehr schmackhaft. Wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich würde auch persönlich jetzt hier nochmal, da mir das ein bisschen zu langsam ist, würde ich nochmal auf ein Gedankengut gehen. Oder ihr könnt halt anfeuern, ne? Aber Gedankengut ist meiner Meinung nach jetzt einfach hier nochmal praktischer. So, ein Gedankengut, dann sind wir auf plus 3, einfach um nochmal mehr Schaden zu machen. Erdbeben übers Anfeuern könnt ihr natürlich auch nochmal euren Angriff boosten. Wir gehen aber dann direkt auf Kraftvorrat. Keine Zeit verschwenden, sondern Attacke drauf. Ich hatte Lamus auch probiert. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben. Da seht ihr schon, das ist ein Unterschied. Ob ihr Lamus auch verwendet habt? Ich hatte irgendwie Probleme mit Lamus. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, er war einfach zu langsam, weil Sumpex jedes Mal vor ihm angegriffen hat. Das war nämlich, glaube ich, das Problem bei der ganzen Sache. Ach, bevor ich es vergesse, Leute, bei der Attacke Kraftvorrat unbedingt auch, wenn ihr habt, AP Plus draufschmeißen, weil dann habt ihr mehr Kraftvorräte in der Runde als nur die 10 Stück. Kraftvorrat hat eigentlich nur 10 Mal, also könnt ihr nur 10 Mal einsetzen, von daher würde ich euch auf jeden Fall da empfehlen, das Ganze so zu machen. Der Bonustipp für alle, die bis hier noch geschaut haben bei Aquana ist, wenn Sumpex uns mit einer Wasserattacke jetzt angreift, vor allem weil er denkt, dass wir jetzt Psycho sind, only Psycho, wird er auch öfter mal mit Wasserattacken angreifen. Bedeutet für uns, es ist ein Free Heal und wir können uns dementsprechend ganz einfach heilen. Leute, euer Raid Hunter des Vertrauens, ihr wisst immer, wo ihr hin müsst, um die Raids, um Shiny Spots, um coole Challenges zu sehen, whatever, tut mir den Gefallen. Lasst unbedingt gerne ein Like da. Ich sitze hier echt spät abends und tüffel das Ganze. Deswegen würde ich mich freuen, lasst ein Abo oder Like das Video und kommentiert gerne einfach mal mit euren Gedanken. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.